Okay. Ja, dann kommen wir jetzt dann eh gleich. Wie schaut es aus mit dem Licht? Leuchtet. Sauber. Totale, totale. Okay. Ja. Okay. Dann können wir schon mal einen kleinen Sprachtest machen, einen kleinen Aufnahmetest. Sprechen Sie mir mal nach. Guten Tag. Guten Tag. Das läuft ja wie geschmiert. Dann möchte ich mich an dieser Stelle, Frau Merkel, erstmal ganz, ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Erscheinen. Und dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal gleich zur ersten Frage. Sie sind ja großer Fan unseres High-Five-Formats Der Dialog. Und in diesem Format beantworten wir ja Zuschauerfragen und ziehen uns ja im Laufe einer jeden Sendung langsam aus. Und ganz am Ende reiben wir uns ja mit Speiseeis ein. Stehen Sie und die Europäische Union wirklich dahinter? Da möchten wir, dass alle Altersgruppen sich daran auch beteiligen. Und da ist bei diesem Format eine gute Chance, dass auch die Jüngeren vielleicht von diesem Dialog was mitkriegen. Und ich würde mich auch freuen, wenn möglichst viele dann mitmachen. Kommen wir nun zu einer etwas, ich würde mal sagen, privateren Frage, die aber viele Zuschauer dort draußen brennend interessiert. Sie waren ja von 1989 bis 1993, wenn ich mich nicht irre, Kickbox-Champion im Landkreis Uckermark und wurden ja da als Angry Angie ordentlich gefeiert. Jetzt meine Frage, Sie haben sich ja dann nach 1993 gegen die Gewalt entschieden und dadurch, naja, ich würde fast sagen, die Gesamtbevölkerung Deutschlands erbost. Man darf es auch nicht nur an der Frage festmachen, was wollen die Menschen jetzt? Man muss natürlich auch fragen, wie viel Schaden füge ich anderen zu? Und das haben Sie. Ich erinnere mich da immer gerne an das Flying Knee gegen den Kopf von Olga Pretschowa. Aber wie gesagt, die Gesamtbevölkerung Deutschlands war böse auf Sie. Und Sie haben es sich dann auch nicht nehmen lassen, so ein bisschen den Leuten Kontra zu bieten. Sie haben zum Beispiel damals den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Ronald Reagan, als sogenannten, jetzt muss ich mal selbst kurz nachgucken, abgeranzten Pansenpimmler bezeichnet. Wie stehen Sie heute dazu? Ich glaube, dass man das auch akzeptieren muss, dass es dazu verschiedene Meinungen gibt. Ich sage meine und darüber gibt es halt in der Gesellschaft unterschiedliche Meinungen. Selbst bei mir in der Partei, in der CDU gibt es unterschiedliche Meinungen, in der Regierung gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Das muss man eine Weile dann einfach auch aushalten. Ja, das verstehe ich vollkommen. Aber lassen Sie uns doch mal davon ein wenig weg und hin zu einem wesentlich aktuelleren Thema, Stichwort Pornos. Da ist ja die Anzahl der Filme in der letzten Zeit, besonders im Internet, sehr gestiegen. Haben Sie denn da keine Angst, dass die unzähligen, strammen, geschlechtsreifen Buben nicht mehr das Haus verlassen, um zu, naja, Sie wissen schon, hui. Ich habe schon Angst, dass, oder Angst ist falsch, Sorge. Dass gerade das Internet ein bisschen dazu verleitet, so richtig mal alles rauszulassen, was sozusagen in mir... Ja, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich verstehe ganz genau, was Sie meinen. Da muss man den Anfängen wehren. Wenn man da einmal anfängt, ach, ist ja nur im Internet, dann ist das nicht in Ordnung. Und ich finde, da bin ich sehr froh, wenn nicht nur Ihnen, sondern möglichst vielen das gegen den Strich geht. Ja, genau. Wo kommen wir denn dahin? Dann hat man plötzlich keine Grenze mehr, wo das aufhört. Nicht schlecht, Frau Merkel. Aber kommen wir jetzt zu den... Will ich dazu noch kurz was sagen? Nein. Dazu noch... Nö. Aber ich bin... Okay. Nein. Guter Konter, Frau Merkel. Guter Konter. Aber kommen wir jetzt zu einer schnellen Stichwortrunde. Stichwort Weißwurstverkäufer in der Oberpfalz. Also ich kann mir für mich so eine Tätigkeit nicht vorstellen. Es gibt sie und damit muss man leben. Stichwort Nutella. Mit Butter oder ohne? Ich habe es schon öfter gesagt, wahrscheinlich hören Sie mir nicht immer zu. Okay. Stichwort Julius Busch bestellt sich Kassiererinnen online aus dem Ostblock. Gibt es da viele russische? Scheiß der Papst in Wald. Da haben Sie recht. Stichwort, Sie haben einen Scheißtag gehabt, aber schon vor einer Woche einen WoW oder Destiny Raid ausgemacht. Was tun Sie? Na, das, ich kann nicht sagen, heute habe ich schlechte Laune, jetzt mache ich mal, sage ich mal, drei Termine ab oder so. Sowas mache ich natürlich nicht. Stichwort, das Fenster der Damentoilette im Bundestag. Stimmt es, dass man von dort aus einer ansässigen Wildentenfamilie beim Kopulieren zusehen kann? Nö. Oder aus irgendeiner anderen? Also von unserer Sicht aus nicht, nein. Aber beeindruckend wäre es schon. Da haben Sie recht. Stichwort Angry Angie Faceplates für die Current-Gen-Konsolen. Bleibt es dort bei der unverbindlichen Preisempfehlung von 4,80? Richtig. Stichwort Cheater in Counter-Strike. Oh, da bin ich sehr restriktiv. Restriktiv? Also sind ein paar Cheater schon okay? Nein, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und mit Ausnahmen meinen Sie sich selbst, oder, Frau Merkel?
Richtig. Wenigstens ehrlich. Stichwort Limonadenstand. Sie verkaufen ja jeden zweiten Samstag im Monat selbstgemachte Limonade vor Ihrem Haus. Das wissen wir ja alle, das hat Sie ja damals auch durch Studium gebracht. Jetzt meine Frage, läuft der Laden noch einigermaßen gut? Ich muss mich über Kundschaft jetzt eigentlich nicht so beklagen. Dann ist ja alles in Butter, Frau Merkel. Und damit möchte ich mich bei Ihnen auch für dieses Interview bedanken und jetzt noch kurz in eigener Sache zu Ihnen sprechen, quasi von Player zu Kanzlerin. Ich bin ja unglaublich großer Spielefan, kann man so sagen. Und ich habe einen Haufen Spiele daheim und ich habe durch High Five auch einen Haufen Spiele im High Five Studio. Und jetzt ist es so, dass die Maxi jeden Tag Spiele von mir mitnimmt. Nach Hause, auf dem Schwarzmarkt, auf dem Flohmarkt. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, jetzt, lass mal ausreden. Die zockt. Vielleicht macht sie sie auch kaputt, vielleicht verkauft sie still. Vielleicht macht sie die auch kaputt. Jetzt meine Frage, gibt es da in irgendeiner Weise jetzt dann mal eine Gesetzesänderung, dass ich Laserfallen aufstellen könnte, dass die Maxi zumindest ihren Arm verliert, wenn sie dahin fasst? Ich hoffe ja. Angie, du bist halt der Hammer. Danke. Wir sagen danke. Und nun zurück ins Studio. Das ist die falsche Kamera. Kenn dich mal.